Der US-amerikanische Bodybuilder John Hansen wurde 1963 in Chicago geboren. Mit 14 Jahren begann er das Krafttraining, angespornt von Bodybuildern wie Arnold Schwarzenegger, Frank Zane und Franco Colombo. Mit einer Größe von 1,72 Meter startete er bei einem Gewicht von 62 Kilogramm. Bis zu seinem 21. Geburtstag konnte er 40 Kilogramm zunehmen und wog damals 102 Kilogramm. Dies blieb auch während seiner Karriere sein beständiges Off-Season-Gewicht. In Form wog John um die 93 Kilo. Dabei hatten seine Arme einen Umfang von 48 cm. Seinen ersten großen Erfolg auf der Bühne konnte er 1981 mit dem Sieg der Teenage Mr. Midwest in der Medium Height Class holen. Seine weiteren Erfolge hielten sich beständig. Auf nationaler Ebene holte er 1986 den MPC Mid America in der Heavyweight und 1990 den MPC Illinois Cup, auch in der Light Heavyweight Kategorie. Dazwischen errang er mehrere Top-Platzierungen bei anderen Wettbewerben. John realisierte Anfang der 90er Jahre, dass es ein gewisses Maß an Steroide brauchte, um auch auf internationaler Ebene bei einem Verband wie etwa der IFBB Erfolg zu haben. Er wollte diesen Weg jedoch nicht bestreiten und so entschied er sich von nun an nur mehr an getesteten Wettbewerben teilzunehmen. So wurde er bei seinem ersten Natural Bodybuilding Wettkampf, dem 1991 MPC Natural Illinois, Zweiter in der Light Heavyweight Division. Ein Jahr später machte er im selben Wettbewerb den ersten Platz. Nun konnte sich John auch endlich seinen Kindheitstraum erfüllen, die Teilnahme und der Sieg bei Mr. Universum. 1992 und 1996 holte sich Hansen den Titel des Natural Mr. Universum. 1998 gewann Hansen den ersten Natural Mr. Olympia überhaupt. Nach seinem ersten Karriereende 2001 verschlug es John 2012 noch einmal auf die Bühne des Natural Mr. Universum und holte den Titel schließlich ein drittes Mal. John wurde immer wieder mit Unterstellungen konfrontiert, dass er doch nie und nimmer natural sei. Fakt ist auf alle Fälle, dass er Steroide benutzte, um in seiner Jugend diesen Körper aufzubauen. Er nahm damals ja logischerweise noch an nicht getesteten Wettkämpfen teil. Allerdings denke ich, dass er nach seinem Übertritt ins Natural Bodybuilding auch wirklich natural geblieben ist, da er in seiner weiteren Laufbahn nie mehr an mehr Masse zulegte, aber konstant sein Gewicht und seinen Körper in Form hielt. Weitere Punkte für ihn sind seine Top-Genetik. Er ist mit 1,72 Meter sicher nicht der größte Athlet, was ihm aber durchaus hilft. Die Körpergröße gepaart mit seiner breiten Knochenstruktur, vor allem was diese unglaubliche V-Form betrifft, geben John ein massiges Aussehen. Selbst heute noch ist John in super Form und zeigt keinerlei Spätfolgen eines Steroidmissbrauchs. Er sieht mit 56 Jahren besser aus wie mancher Steroidathlet in seinen 40ern. John schreibt seit 2000 eine monatliche Kolumne für das Ironman Magazine. Die Kolumne heißt Naturally Huge und John gibt Trainings- und Ernährungsratschläge für den drogenfreien Bodybuilder. Seine Website www.naturalolympia.com ist voll von Informationen zu Training, Ernährung, Motivation, Nahrungsergänzung sowie Wettkampfberichten, Fotoalben und Bodybuilder-Interviews.